Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mad Max. Was hat der Bucklige jetzt schon wieder? Ja, wir machen hier so ein paar nebensächliche Sachen, wie zum Beispiel Vogelscheuchen eliminieren, kleine Legelchen einnehmen, Ölpumpenlager und so weiter und so fort. So nebensächliches Zeug. Wir werden aber demnächst auch mal hier wieder größere Sachen machen, wie zum Beispiel so ein paar Nebenstory-Missionen. Also, es wird spannend, Leute. Und ja, ich versuche die Folgen natürlich immer relativ gut zu füllen mit informativen Sachen. Da sind wir wahrscheinlich zu schwach für, oder? Nein, doch nicht. Doch nicht. So, den haben wir. Was haben wir da? Da haben wir auch nochmal was. Aber ich glaube, das Ding, das kriegen wir nicht eingerissen. Da müssen wir erst nochmal ein bisschen skillen. Ah, das wird noch nix. Haben wir denn da wenigstens irgendwo ein explosives Fass rumstehen, was wir nutzen können? Oder ist das Ding hier leer? Steht ja gar nichts. Noch ein bisschen Muni. Ja, das wird uns aber auch nicht helfen hier. Das macht ja gar nichts. Lol. Also anscheinend kann man das Ding tatsächlich bloß niederreißen, wenn man einen stärkeren Enterhaken hat. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir wieder ordentlich was zu tun. Also machen wir das Ding. Ein Gebiet einnehmen. Wo wir dann natürlich auch wieder mehr Schrott kriegen, was uns ja enorm hilft, hier in der Wüste im Ödland zu überleben. Und ich glaube, ich muss mir auch mal eine neue Karre zulegen. Die Karre ist zwar irgendwie geil, aber schon ein wenig ausgelutscht. Was haben wir hier? Hier haben wir auch nochmal ein kleines Gebiet, eine verlassene Mini-Stadt. Und ein paar Leute, die anscheinend aufs Maul wollen. Da ist ja schon einer. Gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier? Schrott 2 und Putzkuhteile 1. Ah, hier drinnen wieder alles. Junge, hast du irgendein Problem oder was? Boah, Alter, ist so geil, wenn man keinen Platz hat hier. Piss dich! Ey, ihr wollt mich nicht tatsächlich jetzt verarschen hier, oder? Ich gehe jetzt hier unten drauf, oder wie? Was hast du jetzt davon? Was hast du jetzt davon, mein Guter? Hier haben wir Schrott. 1 von 2. Dann muss hier irgendwo noch was rumliegen. Hier haben wir auch nochmal Schrott. Dann haben wir das schon mal komplett. Und dann fehlt uns noch das Putzkuh-Teil. Wo haben wir das? Hier? Nee, das ist Munition. Aber auch nicht schlecht. Munition ist auch immer geil für die Donnerladung. Oh, was zum Futtern, sehr gut. Es kommt wie gerufen, echt. Dinky D, ein bisschen Dinky D. Hm, ist das geil. Perfekt. So, alles klar. Hier haben wir auch schon die Teile, die wir brauchen. Und ich hoffe, wir können jetzt endlich mal irgendwann mal so einen Scheiß da bauen. Gut, dann haben wir das Ding und dann können wir weiter zum Lager. Aber ich muss mich erstmal informieren, wie schwierig das Lager überhaupt ist. Denn in der letzten Folge haben wir ja so ziemlich viele Sachen aufgedeckt im Luftballon. Und da habe ich gesehen, dass die Lager, die jetzt hier in dem Gebiet sind, schon relativ heftig sind. Ich meine, wir können es schon tryen. Aber es wird auf jeden Fall krass, glaube ich. Weil die sind nämlich Stufe 4 oder Stufe 5. Also es ist schon Hardcore. Und so weit sind wir eigentlich noch gar nicht ausgerüstet, finde ich. Also uns fehlt schon noch ein bisschen was. Oh, da hinten haben wir einen Sniper-Fuzzi. Können wir die von hier treffen? Munition haben wir noch ein bisschen. Nummer 1. Los Nummer 2. Und bei dem Turm. Und da hinten haben wir noch einen. Yes. Alles klar. Du kannst wieder einsteigen, mein Guter. Dann haben wir hoffentlich die Hauptbedrohung erstmal gekillt. Und Sniper-Fuzzis können relativ blöd sein. Vor allen Dingen haben die eine riesengroße Range, ja. Konvoi? Look out,
So. Die wollen mich hier schon wieder platt machen, die Leute. Alter. Nein! Die Karre ist hinüber. Shit. Die können ihre eigenen Autos aber damit auch beschädigen, glaube ich, ne? Ich glaube schon. Die Karre ist auch gleich down, oder? Ja, natürlich. Boah, der hat gesessen, glaube ich. Alter, die machen ihre eigenen Karren kaputt. Kommt. Alles. Ja, und schon bin ich in der Wut drin. Komm, roll weg. Max. Genau. Yep. Frag mich, was es bringt, wenn er mir den Wirkungsbereich anzeigt, ich dann wegspringen will, aber ich dann trotzdem nicht gerettet dadurch bin. Macht das Ganze wenig Sinn, wenn er mir überhaupt anzeigt, auf was ich achten muss. So, haben wir denn das Fässchen? Da oben haben wir ein Fässchen. Aber das können wir auch mit dem Auto runterziehen, glaube ich. Da können wir uns die Munition nicht sparen. Was haben wir denn hier drauf? Nichts. Rein gar nichts. Okay. Gut, dann ziehen wir das Ding mal runter, wenn unsere Karre nicht down geht. Oh nein. Nein! Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute, echt. Oh, Mann. Ja, damit hat jetzt keiner gerechnet. Also gut, aus der Ferne werden wir vielleicht mal die Mauer durchbrechen, damit wir da auch ohne Probleme reinmarschieren können. Sollten wir vielleicht mal vorweg tun. Es lädt ja wieder 3 Stunden. Der Ladebalken ist noch nicht zu sehen. Es kommt zusätzlich noch oben drauf, glaube ich, weil es noch nicht reicht. Jetzt kommt der Balken. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Also gut. Was ist denn das Ding jetzt? Jetzt haben wir es verloren, oder was? Hier ist doch das Ding. Hä? Jetzt falsch? Nicht hier runter, nicht hier runter. Komm schon, Max. Aber wir haben, glaube ich, immer noch keine Sniper-Munition. Ist Geschichte. Das ist ja schon wieder die gute Base. Die Dinger werden wir mal schnell kaputt machen, dann können wir auch in Ruhe dort reinmarschieren. Nein! Er sagt jetzt nicht, Leute, ich hänge hier. Ist das denn zu glauben? Ist das denn hier zu glauben? Komm schon! Los! Alter! Das ist schon wieder so geil, Mann. Das ist schon wieder so geil, Alter. Das Spiel ist voller Bugs. Naja, was heißt Bug? Wenn man da hängt, hängt man halt, ne? Bloß, wie komme ich da jetzt wieder raus? Ja, natürlich treffe ich nicht so weit. So, jetzt reicht's mir hier. Buckliger, du kannst machen, was du willst. Ich marschiere jetzt hier rein. Wenn ich irgendwo den Nebeneingang finde. Hier vielleicht. Ja, hier ist einer. Alles klar. Was haben wir hier Hübsches? Ja, ein paar Sachen haben wir schon. Man kann das aber auch nicht alles abwehren. Das ist das Schlimme an dem Spiel. Du schaffst es gar nicht, alles abzuwehren. Am besten immer, wenn du siehst, wenn jemand auf dich schlägt, einfach wegspringen. Ich drücke einfach mal immer Dreieck jetzt und guck mal, was passiert. Ob ich die dann auch töten kann? Ja, da sagt er mir schon, dass ich kontern soll. Right.
Alter, so oft kann man gar nicht kontern, wie man hier soll. Ey, wenn ich jetzt nochmal sterbe, wäre das höchst peinlich. Wir gehen mal ganz kurz ein bisschen was recken. Bevor wir wieder reinmarschieren, ey. Ich weiß auch nicht, Mann. Das Kampfsystem ist zwar nicht schlecht, aber... schon krass mit dem Ausweichen. Da muss man schon richtig Konzentration haben, dass man das auch zeitlich echt mal passt. Und hier sitzt sie jetzt wieder an der Klemme und hab eh verkackt. Los! Machen doch wenigstens gleich platt, Mann! Mal diese halben Sachen, Alter, stehe ich doch morgen noch hier. Los, machen platt. Hauen um den Idioten. Ja, Mann. Wenn wir wütend sind, kriegen wir echt was gebacken, glaube ich. Schnauze. Krass. Manchmal ist echt krass. Sammeln wir mal das ganze Zeug hier ein. Oh, was haben wir denn da jetzt noch? Es wird ja nicht besser. Es wird echt nicht besser. Oh Mann, Alter, ich drück jedes Mal, wenn der mir das anzeigt, drück ich Dreieck, aber... Es bringt nichts. Schaffe ich nicht mehr, glaube ich. Hau ihn doch um, Mann. Komm, spring mal eine Runde weg hier. Haben wir bloß noch die zwei, oder was? Oh, renn weg! Scheiße, Alter. Ey, wie viel die aushalten, ne? Da hinten ist er, der Typ. Jetzt bist du fällig. So, Kumpel, und dich hole ich jetzt mal so runter. Alter, wie viel kommen denn da bitte? Alles klar, das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das sind eindeutig zu viele und ich habe gar kein Leben mehr dafür. Ich krieg die hier aber auch nicht raus. Das ist das Problem. Und wie kann ich mein Leben auffüllen? Das ist jetzt echt, das ist echt heftig jetzt gerade. Also ich weiß nicht mehr weiter jetzt. Das Blöde ist, dass du unterwegs echt dein Leben nicht recken kannst. Das ist das Blödste überhaupt. Oh, renn doch weg, Mann. Alter, es werden immer mehr Leute. Es werden nicht weniger. Ja, ich glaube, das wird nichts. Das wird nichts. Wie soll ich das machen? Ich brauche Leben. Ich brauche unbedingt Leben. Aber wie komme ich jetzt an Leben ran? Gar nicht. Tja, das ist wirklich ärgerlich, weil man jetzt wieder alles von vorne machen kann. Das ist wirklich geil gemacht. Und der Bucklige kommt mit seiner Karre auch nicht. Mann, was mache ich denn hier? Weil der kommt ja da nicht weg. Ich habe das noch nie erlebt, dass ich wegrennen muss. Noch nie.
Schießen wir mal das Leuchtsignal, vielleicht kommt der Bucklige, ja. Wo finde ich jetzt was zu trinken? Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nirgends. Herrlich. Nirgends. Wirklich Gold wert. Und man weiß jetzt auch nicht, wie man sein Leben wieder steigern soll. Man weiß es nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Nur durch Tod. Also muss ich jetzt sterben, um mein Leben zu steigern. Ja, jetzt bin ich tot. Super. Super gemacht. Ja, das hat sich ja mal richtig gelohnt, würde ich sagen.